Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Hier in unserer Vault. Ich sehe schon ganz viele maximiert da hinten. Das ist schon mal ganz gut. Und wir werden erstmal das hier übernehmen. So, wir haben ja hier die Spartans, ne? Spartan 1. Du trainierst gerade P, ne? Oh, bist fast fertig. Also Respekt. Huch. Ja. So, dann haben wir jetzt Spartan 2 bei Stärketraining. Das dauert noch ein bisschen. Deadline ist fertig. Nee, Soos. Ha, das ist der alte Deadline. Ha, deswegen kommen wir so Deadline-mäßig vor, als der alte Deadline ist. Gut, gehst zu Todu, weil wir noch keinen Platz für dich haben. Noch haben wir genug Strom. Wird sich natürlich in Zukunft ändern. Dann müssen wir hier ein bisschen umplanen und zwar die Kraftwerke wahrscheinlich hier unten platzieren, damit sie nebeneinander stehen. Damit wir halt die Mr. Handys nutzen können, die wir haben. Wir haben keine vier Mr. Handys. Hätte ich vier Mr. Handys, würde ich hier einfach das Kraftwerk hinsetzen und dann ist gut. Aber so läuft das, meine ich. So, Mrs. X. Du bist ja noch fleißig am Intelligenz trainieren. Pasco Junior, Glück. Der fällt mir ein. Ich glaube, Pasco habe ich das Geld nicht abgezogen, ne? Ich glaube, Pasco habe ich vergessen. Pasco. Glück, ja gut. Pasco habe ich 600 abgezogen das letzte Mal. 800 habe ich nochmal abgezogen. Gut, 900 muss ich ihm noch abziehen. So, 900. Und dann haben wir direkt, ja, auf die 10. Ich weiß nicht, warum ich meine Zigarette dieses Mal vor meiner Hand stehen habe. Ist einfach ein Reflex. So, dann auf zum großen Finale, Pasco. Dann haben wir den Spartan 3 hier und Deadline, der jetzt den Stärke fertig hat. So. Dann geh du erstmal dahin, währenddessen wir erstmal Pyro, glaube ich, war das. Und du musst der Löwe sein, alles klar. Pyro, so, normale Gegenstände weg. Filmfam-Outfit haben wir für dich. Du warst auf Quest, ne? Ja. Robuste Kampfrüstung. Zwei Globus, ein Mikroskop, ein Brahmin-Leder, 3159 Kronkorken. Dann komm mal zurück. Ja, das war eine Quest, auf der er war. Yay. So. Dann komm mal mit Pyro. Dann stelle ich nochmal hier rein. So, Löwe. Du warst im Ödland, ne? Du bist durchgerannt, glaube ich, oder? Nee, da, oder? 46? Bist du gestorben? Ach so, ich lebe. Okay, er ist nicht gestorben. Er ist gestorben, ja. Alles klar. So, gehärtete Schrotflinte. Ein Globus. Brahminleder, Superkleber, Mikroskop, Teddybär und eine Schaufel. Rosenkobold ist tot. Dann komm mal zurück. Ja Mensch, Offiziersbekleidung hast du gefunden. Nice. Direkt mal Sachen dabei. So. Noch mehr Billigwaffen zum Bauen. Geil. Wer braucht es denn schon? Übrigens, für alle, die mitmachen wollen, Leute, wir haben noch ein paar Nummern frei. Ihr könnt euch eine Nummer aussuchen und dann könnt ihr einfach dabei sein. Für die Leute, die hardcore mit dabei sein möchten, auf meinem Discord gibt es Roleplay für diesen einen Charakter, den ihr... Verdammt. Den ihr habt. Ja, gut. Haben wir nicht endlich... Kann ich jetzt gerade nicht gucken. Ob ich jetzt schwören können? Julian wollte doch auf die Weekly. Haben wir ihn da nicht hingeschickt? Warum müsst ihr immer kommen? Einmal die Woche. Einmal die Folge. Sogar kommen die. Aber wir haben derzeit eine Quest für die, ne? Ja. Das heißt, ich muss jetzt noch besser aufpassen. Wenn jetzt einer umkippt, dann ist das sehr, sehr tragisch. Okay, perfekt. 1, 2, 3, 4, 5. Habe ich richtig geguckt? Nee.
Oh, was? Nein! Ernsthaft? Ach ja, die laufen ja zweimal da durch. Ich dachte, die sind da schon vorbei. Und ich habe nicht aufgepasst. Ja, jetzt ist einer gestorben. Geil. Oh Mann. Ist doch nicht wahr. Okay, jetzt ist es eh zu spät. Jetzt muss ich nicht mehr aufpassen. Jetzt können sie alle sterben. Der Mr. Handy ist auch schon fast am Arsch. Aber ist noch ein Todeskal übrig. Nice. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr aufpassen muss, ob die geheilt werden müssen. Oha. Weit gekommen. Ja, leider hatten wir ein Todesopfer. Dreck. Ach doch, guck mal. Da, er ist da. Jo, komm, dann gehen wir da direkt mal hin. Okay, das war komisch. Voltec-Experimentenbericht. Dann wollen wir doch mal schauen. Du bringst uns jetzt Kronkorken mit, habe ich gehört. Und du hast den dicken Fatman dabei. Aber ich glaube, du brauchst dafür noch einen fetten A-Wert, ne? Ja. Sein alter Charakter ist jetzt nicht so die Bombe. Aber das wird schon passen. Steigt in den Ring, Vault-Bewohner, bewundert unsere Special Moves, den Red Skorpion Würgeangriff. Zeigt mal eure Antwort darauf. Wir stehen mehr auf Boxen als auf Wrestling, tut mir leid. Ihr habt keine Chance gegen den Todeskrallensprung. Unsere Antwort darauf lautet, dass wir euch alle töten. Ja, ihr habt keine Chance gegen den Todeskrallensprung. Das würde Julian sagen. Ah nein, was für eine irre Aktion, wir sind erledigt. Gut, das war zu erwarten. Okay, schauen wir mal. Oh ja, ja. Ja, 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 ja. Also dir fehlt es doch ein bisschen an guten Werten, würde ich sagen. Ich habe ja gesagt, der Fatman ist ein zweischneidiges Schwert. Ne? Ich weiß nicht, wie es mit dem Crit aussieht, ob er alle mit einem Crit trifft. Aber das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist ein Julian mit schlechten Werten und einem Fatman. Der Fatman bringt mit schlechten Werten einen Scheiß. Wie ihr seht. Er müsste halt viel öfters schießen. Aber er schießt auch viel zu langsam. Und es sind nur drei popplige Maulwurfsratten, ja? Normalerweise sind die mit zwei Schüssen down. Das heißt, er müsste knapp 6 Schüsse brauchen. Aber jetzt braucht er natürlich mehr. Und länger vor allem. Aber es hält sich noch im Maßen. Wobei natürlich der Stimpack verbraucht enorm ist. Und dabei hat er schon so viel Leben. Er hat 500 Leben. Ah, das passt schon. Oh, okay, gucken wir uns mal. Hä? Wo schießt du denn hin? Da ist keiner. Also jetzt an den Kakerlaken macht er wenig Schaden. Gut, es ist natürlich die Weekly, da sind die Gegner besonders stark. Aber ihr seht schon. Komm, wir testen mal den Crit. Oh, der Crit ist schön, weil er einen hohen P-Wert hat. Trifft er alle damit? Nein. Es ist einfach nur ein Auto-Reset. Schade. Das wäre es noch gewesen, wenn er mit dem Crit wirklich alle trifft. Wäre das vielleicht zu OP? Ach, Quatsch. OP. Das Wort OP gibt es im Fallout-Universum gar nicht. Sämtliche Streitigkeiten im Vault werden im Wrestling gelöst. Wenn ihr bleiben wollt, braucht ihr gute Wrestling-Namen. Wir sind die Vault-Verteidiger. Unser Team heißt die Einzigen, die sich nicht wie Idioten benehmen. Das ist bescheuert und wir werden euch umbringen. Ich würde am liebsten das hier sagen. Weil ich liebe sarkastische Sprüche. Aber wir sind natürlich die Vault-Verteidiger. Ein furchterregender Name, der noch auf Jahre im Ring widerhallen wird. Ja, man muss ja im Wrestling denken, um hier gut durchzukommen. Und ich will Julian nicht mehr kosten, als es jetzt schon der Fall ist. Wieso schießt er bei Red Kakerlaken aber daneben?
Denkt sich wahrscheinlich, oh, ich muss dich mal treffen, um euch zu töten. Aber er hat da auch noch recht. Sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Es wäre halt jetzt richtig cool, wenn er jetzt noch einen zweiten dabei hätte. Nicht um das Ganze zu beschleunigen, sondern nur um zu gucken, wie viel Schaden ein Normalo machen würde. An diesen Kakerlaken. Das werden wir nie erfahren. Wir können uns natürlich denken, wenn er 22 bis 24 Schaden macht. Aber die Frage ist, teilt sich dieser Schaden unter allen Gegnern auf? Oder ist er bei allen Gegnern 22 bis 24? Mann, so viele Fragen und keine Antworten. Es sind jetzt nur zwei Kakerlaken. Kriegen die jetzt mehr Damage? Also gefühlt ja, aber ich glaube nicht. So eine Damage-Anzeige wäre cool gewesen. Wie fest da? Eine Damage-Anzeige. Das wär's doch. Jetzt weiß ich, was fehlt. Ah. Leider gibt es für dieses Spiel nicht so viele Mods. Und das ist ein Punkt, den ich nicht verstehe. Warum nicht? Ist es, weil es eigentlich ein Mobile-Game ist? Und als es auf PC kam, war es einfach zu unwichtig geworden für die Spieler? Oder ist es einfach nur scheiße schwer für ein Mobile-Game Mods zu entwickeln, weil es nicht so wirklich möglich ist, da ranzukommen? Ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn es hier ein bisschen mehr Mod-Support geben würde. Hey, denk! Oh, ich hasse es. Ich wollte hier nur nach links scrollen. Noch mehr Kakerlaken, wer jetzt gedacht. Ne, der Crit bringt halt all. Man muss sagen, der Crit bringt momentan absolut gar nichts. Es bringt gar nichts, eine Kakerlake weniger zu haben. Ja, die werden sowieso alle auf einmal sterben. Ich spare mir das mal auf den Boss auf. Oder eine Todeskralle. Stell dir vor, jetzt kommt eine Todeskralle. Die hat erstmal unendlich viel Leben. Ich glaube, der Julian würde da ewig dran hängen, um das Ding fertig zu machen. Und ich bin mir ziemlich sicher, er hätte mit einer anderen Waffe nicht so viele Stims verschwendet. Ziemlich sicher. Ich mir so überlege, wenn er jetzt so eine niedrigrangige Quest macht, dann müsste er da doch einfach durchschnitzeln. So, alle weg. Und nichts im Raum. Geil. Oh, ein Boss. Oh, oh, oh. Verdammt, das sind zwei Kakerlaken, ey. Aber das lohnt sich, es lohnt sich nicht, den Crit einzusetzen bei zwei jämmerlichen Kakerlaken. Das ist so, als wenn du eine Kakerlake zu Hause hast und deine Schusswaffe holst. Weil du denkst, ja, eine Schusswaffe ist bestimmt effektiver als eine Fliegenklatsche. Aber ich sehe es halt nicht ein. Ich sehe es nicht ein, für sowas Billiges einen Crit einzusetzen. Weil irgendwas Fettes wird noch kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Oh! Mehr Kakerlaken. Huch! Das ist. Ja, gut. Vielleicht hätte ich den Crit doch einsetzen sollen. Bitte was? Der Schaden muss ich aufteilen. Okay, wir setzen den Crit ein. Der Schaden teilt sich auf. Jetzt wissen wir es. Weil, alter Schwede, was war das denn? Es ist 2 AP. Jetzt, hör auf, Maus. Jetzt wird er von Kakerlaken fertig gemacht. Okay, eine Kakerlake ist gestorben. Alter, wie viele Kakerlaken sind das? Wieso machen die so viel Schaden? Oh nein!
Ach du Scheiße. Er krepiert hier. Ein Kakerlaken. Und er kriegt sie vor allem nicht tot, weil das so viele sind. Oh Mann. Ja, cool. Hätte ich doch mal den Crit eingesetzt, aber wer hätte damit rechnen können, dass da eine Armee rauskommt? Da kamen 1, 2, 3, 4, 5 Kakerlaken raus und mein Akku ist leer von meinem Headset. Bevor Julian stirbt, muss ich aber noch heilen. Ach du Scheiße. Ja, in der Hoffnung, Julian, dass da gleich Stims drin sind, würde ich sagen, versuch sie nochmal fertig zu machen. Ja. Es gibt Dinge, die kann man nun mal nicht voraussehen und dazu zählen nun mal Kakerlaken. Ich weiß, wir haben wieder den Crit, aber jetzt lohnt sich das auch nicht mehr. Zwei Schüsse vielleicht noch. Ja, ein Schuss noch. Komm, Julian. Ich weiß, es kostet dich noch ein Stim. Aber wir haben heute wieder was gelernt. Ist das nicht schön? Okay, Kamera. Ja, gut, kein Stim dabei. Dumm gelaufen. Haben wir überhaupt schon Kronkorken bekommen? Ich glaube nicht, ne? Ich bin der unumstrittene Schwergewichtschampion. Da ich der Aufseher dieser Vaults bin, wenden sich die Leute an mich. Und ich bin hier, um allen Wrestling-Fans etwas zurückzugeben. Habt ihr Waffen, die wir haben können? Wie wäre es mit einem Wrestler-Outfit nur für uns? Hättet ihr vielleicht ein paar Kronkorken? Ihr habt nicht zufällig etwas Schrott, den man fürs Handwerk gebrauchen kann. Ja, Wrestling-Outfit brauche ich nicht. Ich glaube, wenn ich hier die Wahl hätte, wenn ich Julian wäre, würde ich sagen Kronkorken. Hier, aus meinem letzten Kampf. Gut, ich wollte schon sagen. Okay, das hat sich gelohnt. Er hat's geschafft, ne? Okay, er hat's geschafft. Er kann jetzt noch weitergehen, bis er stirbt. Aber er wird auf jeden Fall das, was er hier bekommen hat, kriegen. Okay, wir haben wieder den Normalstatus erreicht. Julian, wenn du mit deinem neuen Charakter fertig bist, musst du mal nochmal auf so eine Quest gehen, auf die Weekly, und dann gucken, wie sich der Schaden verbessert. Ich will den Kritischen nicht einsetzen für diese zwei Kakerlaken, das gibt's doch nicht. Komm, du schaffst das. Im nächsten Raum setzen wir den Crit ein, versprochen, aber für zwei Kakerlaken, es tut mir leid. Das ist erbärmlich. Sehe ich nicht ein. Ich weiß, den Fehler habe ich vorhin auch schon gemacht, aber da war auch eine legendäre Kakerlake dabei. Das zählt nicht. Die machen aber auch einen Schaden. Okay. Stims! Okay. Zumindest ein. Ach. Ah. Nein, sehe ich nicht ein. Ist mir egal, ob du dabei stirbst. Ich sehe das fucking nochmal nicht ein. Das gibt's doch nicht. Da muss irgendwas Großes kommen. Ich spüre es. Ich weiß es. Und es würde vor allem einfach nichts bringen, weil da einfach noch eine Kakerlake übrig bleibt. Die zugegebenermaßen nur die Hälfte des Damages macht, ne? Von dem, was er jetzt abbekommt. Aber es nützt einfach nichts. Es ist einfach sinnlos. Okay, keine Stims mehr übrig. Komm, lass mich nicht im Stich. Da muss gleich irgendwas Krasses kommen. Irgendwas, wofür wir den Crit brauchen. Irgendwas, wofür wir den Crit brauchen. Ich wusste es. Die Mutti.
Okay. Das war nicht mal ansatzweise viel. Weil, wieso hast du nur noch Hälfte an Damage? Schade. Wieso? Hä? Okay, wir haben ja nichts mehr, ne? Ah, nein. Die überlebt. Das war ein Fünffacher! Die hat einen Fünffachen überlebt! Naja. Das ist deine Ausbeute. 5 Coca-Cola Quantum, 17.791 Kronkorken. Alles auf Bild, Kamera, Braminleder. Aber es war schon ein sehr enttäuschender Crit, muss man sagen. Also, wirklich enttäuschend. Hä? Oh. Na gut, beleben wir dich mal wieder. Immerhin ordentlich Zeug mitgebracht. Was war das denn? Ich hätte schwören können, die Mutti stirbt. Aber wieso hat der andere auch so viel Schaden bekommen dadurch? Keine Ahnung. Es ist mir ein Rätsel, Leute. Also es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen. So, wir haben auf der anderen Seite noch Joshua. Der möchte es gerne nochmal versuchen und rausgehen. Dann mach das mal. Hast du dir wenigstens, ich glaube, keine Stims mitgebracht, ne? Nö, er möchte nur rausgehen. Alles klar, dann geh mal raus. So. Sporale. Elerjet. Stimmt, ich wollte noch mal gucken. Wegen. Ja, Bord. So. Es gibt momentan einfach keine Zinsen. Ich habe versucht, was ich konnte, aber. Wir sind zinslos. Momentan. Aus irgendwelchen Gründen. Die Funktion funktioniert momentan nicht. Der Bot ist anscheinend verbuggt. Liegt also nicht irgendwie an unserem Discord oder so. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder. Frisch und munter. Und dann ist Julian auf jeden Fall wieder da. Und vielleicht kriegen wir es auch hin, eine Todeskralle nochmal zu töten oder zu sterben. Und Waffen zu sammeln. Stimmt, Waffen sammeln. Wollen wir die Jungs nochmal auf eine Quest schicken? Kriegen wir eine Uhr? Wie schon Feuerprobe. Wir? Oh, guck mal. Sabotage. Ein Strahlenschutzanzug. Wird benötigt, ne? Also ihr bekommt einen Lunchbox dafür. Okay, Leute, wir sehen uns dann am Montag wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.